Die Untersuchung hat auch festgestellt, dass durch die Bank weg das Gefühl da ist, Bürokratie hätte zugenommen. Wenn wir mit dem Justizministerium reden, dann sagen die nein, aber bei der Kostenmessung ist es so, also es ist je nachdem, wie man es misst, leicht weniger geworden oder vielleicht leicht zugenommen. Das ist alles Quatsch. Die Unternehmen empfinden es total anders. Und in dem Fall ist 92% sogar, die das so empfinden, dass in den letzten 5 Jahren die Bürokratie deutlich zugenommen hat. Und zwar deutlich zugenommen hat, so dass eben diese Investitionsentscheidungen jetzt so gefällt werden, nämlich keine Investitionen mehr zu machen. Und damit ist das nicht mehr irgend so ein Thema für Sonntagsreden, sondern damit entwickelt sich das zu einem Standort Hindernis Nummer eins, zu einer Wachstumsbremse Nummer eins, neben den Energiekosten, dass Unternehmen wirklich wegen der Bürokratie sagen, wir investieren nicht mehr. Und da muss man dringend handeln. Und die Politik ist auch da zu zögerlich und zu zaghaft, selbst wenn Herr Buschmann jetzt als Justizminister ein Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg bringt. Das ist Pillepalle.